Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari. Yo. Ja, hallo, guten Tag, liebe Leute. Ich bin heute hier zusammen auf Kultursafari mit White Coffee. Das ist eine Band aus Herford. Die kenne ich vom Reggae Roundtable, wo wir uns, glaube ich, 2018 kennengelernt haben, als der Reggae Roundtable Song entstanden ist. Und danach hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit fortgesetzt. Wir haben uns bei Konzerten getroffen. Und die Jenny hat mich auch schon im Studio praktisch bei meinen Liedern unterstützt. Jo. Außerdem aber auch ist diese Band sehr viel unterwegs und hat verdammt viele Fans, sodass ich glaube, dass sich viele freuen, dass wir heute ein Interview machen und sie ein bisschen was über euch erfahren können. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Also wir sind froh, dass wir hier sein können. Okay. Ja, das ist ja echt cool. Ich habe ein paar Fragen. Und zwar, ich würde gerne einmal von euch jeweils im Einzelnen wissen, wie ihr zur Musik gekommen seid. Wie war das denn bei dir, Jenny? Ich habe früher schon einfach super gerne für mich alleine gesungen und irgendwann hat das eine Klassenkameradin mitbekommen in der Realschule und mich dann zu unserer damaligen Musiklehrerin geschickt und die hat mir dann Unterrichtsstunden gegeben. Und so hat das Ganze angefangen und später war ich dann bei Mandingo and Friends in einer Reggae-Band als Background-Sängerin. Ah, da schließt sich dann ja auch wieder ein Kreis mit dem Reggae Roundtable, wo ja. Der Junior Mandingo, nennt er sich, glaube ich, im Vollen, ja auch wie eine Rolle gespielt oder immer noch spielt. Jo, Andi, wie war das bei dir? Also ich habe als Kind angefangen, auf so einem kleinen Casio-Keyboard rumzudaddeln, habe irgendwelche Melodien, die ich im Fernsehen oder in der Werbung oder so gehört habe, irgendwie nachzuspielen. Dann bin ich irgendwann zur Gitarre gekommen durch einen Freund und ja, dann ging das erstmal los, Schülerband, Punkmusik, okay. Verstärker aufdrehen bis zum Abrauchen und ja, so im Laufe der Zeit habe ich dann entdeckt, dass es so viel, so geile Musik da draußen gibt. Also von allen möglichen Kontinenten und Latin, Jazz, unter anderem auch Reggae. Mhm. Und ja, bis heute ziehe ich mir alles eigentlich rein, was es so zu hören gibt. Ja, krass. Alles, wo du dran kommst. Ja, alles, wo du dran kommst. Doch ein bisschen mehr als Power-Chords geworden. Ne? Ja, drei Akkorde kann ich inzwischen. Spiegelt sich ja auch, glaube ich, so ein bisschen wieder, so die musikalische Vielfalt in eurem Programm. Oder auch das, was du auf der Gitarre spielst, so wie ich das mitkriege. Ja, also wir versuchen so... Ja, diese verschiedenen Einflüsse kommen ja irgendwie von alleine, dass man das quasi gar nicht merkt. Also manchmal erwische ich mich dabei, wie ich ein Reggae-Beat spiele und es war aber keine Absicht, sondern es... Der passte dann. Ja. Der passte gerade dann, ja. Okay, vielleicht kommen wir da ja auch noch später nochmal zu, wie ihr im Einzelnen so eure Tracks entwerft. Yo, wie habt ihr beiden euch denn dann eigentlich kennengelernt? Wo haben sich eure Wege gekreuzt? Ja, wir haben uns tatsächlich bei Mandingo and Friends in der Reggae-Band kennengelernt. Ach, okay. Ja, wenige Monate nachdem ich da schon gesungen habe, kam Andi dann plötzlich rein. Der Schlagzeuger hat ihn mitgebracht. Ja. Und ja, dann hat er mich irgendwann angesprochen, nachdem, was war das nochmal, irgendwie Soundcheck oder so haben wir gemacht. Und du hast Bass in Street Blues beim Soundcheck gesungen und ich dachte, Moment, das ist doch Jazz. Wieso tut sie das? Ja, und irgendwie haben wir dann beide festgestellt, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben und haben uns dann einfach verabredet und ja, erstmal zum Musik machen und dann ist später ein bisschen mehr draus geworden. Ja, so, davon habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Ja, ihr seid verheiratet auch, das ist kein Geheimnis. Ja. Ne? Ja, toll, das ist ja echt schön. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu den musikalischen Vorbildern. Was hat White Coffee denn dann geprägt? Kann man das irgendwie beschreiben? War das
alles, was ihr so mitgebracht habt, dann praktisch? Ich denke schon. Also wir haben ja zu zweit einfach auch super viel Jazz gehört, waren aber auch beide in der Reggae-Band. Und die Reggae-Band hat uns, glaube ich, ziemlich stark geprägt. Dann hatten wir jeder noch eigene Projekte. Also Andi hat noch in einer Popmusik-Band gespielt. Das ist richtig so, ne? Und ich war noch beim Latin Groove Collective, wo die dann so lateinamerikanische Standards gespielt haben. Und aus der Mischung haben wir uns dann irgendwie alles Mögliche rausgepickt. Ja, also die eigenen Songs, würde ich sagen, sind tatsächlich irgendwie mehr so Singer-Songwriter mit ein bisschen Reggae-Touch. Und wir covern aber auch einfach sehr gerne und sehr viel, weil wir einfach Spaß daran haben, Dinge, Entschuldigung, Songs zu verändern. Ja, wir haben, glaube ich, noch nicht so richtig erzählt, dass es dir heute nicht so perfekt super gut geht. Ne? Man hat jetzt schon zweimal deinen Husten gehört. Ich finde es total cool, dass ihr trotzdem gekommen seid, auf jeden Fall. Thumbs up. Danke. Yo. Ja, auf jeden Fall interessant. Und das mit dem Jazz-Einfluss, dass der bei euch beiden schon vorher so stattgefunden hat, das war mir jetzt auch nicht so klar. Also du hast tatsächlich auch schon Jazz-Gitarrenstücke dir angeeignet und auf der Gitarre umgesetzt, oder? Ja, also ich sag mal so, ich habe mich mit Jazz beschäftigt, aber also das ist eine sehr schwierige Musik, die also überwiegend improvisiert ist. Das heißt, man braucht also ein großes Vokabular an Musik, an Tonleitern, Skalen oder so. Aber da will ich jetzt auch nicht weiter auf die Theorie eingehen. So, ne? Aber ja, es ist, ich sag mal, so jazzig angehaucht, was wir machen. Ja, aber als Jazz-Duett würde ich uns vielleicht nicht bezeichnen, beziehungsweise mich würde ich nicht als Jazz-Gitarristen bezeichnen. Ja. Also man hört, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber wenn man Jazz spielen will, dann darfst du nicht schlafen, nicht essen, nur noch üben. Okay. Ja, ich glaube, davon hörte ich mal, die Bunker-Ulmwald-Szene ist ja da, glaube ich, so schon eine mit sehr starken Musikern, die... Ja. Vielleicht essen die dann so durch den Strohhalm, so während sie spielen. Ja, das könnte sein. Irgendwie muss es ja gehen. Bloß nicht das Instrument aus Hand. Auf gar keinen Fall. Nein, aber wir hören es einfach super gern. Macht halt einfach Spaß, die Musik zu hören, weil da einfach manchmal so abgefahrene Sachen passieren, wo man sich selber denkt, so, hä, wie machen die das? Ja. Ist einfach spannend. Ja. Und es ist einfach schön, wie man auf dieser Basis halt Songs auseinander pflücken kann. Wenn jetzt zum Beispiel du willst einen Song covern, der hat 3 Akkorde, da kannst du 30 Akkorde rausmachen oder andersrum auch, du kannst einen Song nehmen, der hat 30 Akkorde, da kannst du 3 Akkorde rausmachen, das so runterbrechen. Also eben diese vielen verschiedenen Möglichkeiten. Also das liebe ich total, einen Song einfach neu zu bearbeiten und nicht einfach so nachzuspielen. Okay. Was jetzt natürlich auch nicht falsch ist. Natürlich kann man auch einfach Country Roads einfach nachspielen, wie es ist. Das macht auch Spaß, ist auch alles super. Ja. Aber es macht auch Spaß, so ein Ding mal komplett auseinander zu pflücken, dass man es kaum noch erkennt, außer wenn der Ref kommt. Okay. Dann muss er natürlich zu erkennen sein. Also Leute, das ist natürlich wirklich dann interessant, wenn man euch dann auf einem Konzert sieht, da hat man wahrscheinlich ganz viele Sachen, auf die man sich freuen kann und die man dann raushört. Ja, cool. Ja, ihr habt ja tatsächlich eben auch ein breiteres Spektrum an Liedern in eurem Repertoire. Und die Coversongs, die ihr so im Repertoire habt, werden die auch gewünscht, so wenn ihr jetzt einen Auftritt habt? Also gibt es da auf Bestellung bei euch teilweise auch Lieder, die ihr dann vorbereitet? Ja, gibt es tatsächlich auch. Und witzigerweise sind manche Lieder nur auf unsere Setlist gekommen, weil sie sich Menschen gewünscht haben. Ach, das ist ja interessant. Genau, bei manchen funktioniert es einfach gar nicht, aber wir probieren das einfach erstmal aus. Ob das also weiß ich nicht, was war nochmal irgendwie das, also so richtig absurde Sachen, wo wir einfach so dachten, so, oh nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber lass uns das mal versuchen. Ja, es hat sich mal jemand den Song gewünscht, Ich liebe das Leben. Von Vicky Leandros. Vicky Leandros, ein alter Schlager, und dann dachten wir so, Schlager, sehen wir so aus? Na, ich weiß nicht. Und ja, wir haben dann tatsächlich festgestellt, es macht Spaß, den Song zu spielen. Ja. So.
ohne diesen Banjo-Beat, ding, ding, ding. Also wir spielen das dann schon ein bisschen anders. Okay. Natürlich auf unsere eigene Art und Weise, weil wie auch sonst, so, ja. Weil original nachspielen ist auch schwierig mit zwei Instrumenten. Dann, ja, genau. Da sitzt ja teilweise ein Orchester hinter, dann ja. Also Produktion. Aber das ist das Gute, dann musst du einfach umdenken. Du bist dazu gezwungen, dir irgendwas zu überlegen, wie man das mit ein, zwei Instrumenten gestalten kann, dass das aber trotzdem noch irgendwie voll klingt. Ja. Also, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, etwas zu vermissen. Ja, man merkt richtig, ihr seid voll drin. Ne? Also, ihr habt da eine große Liebe und Leidenschaft für die Musik. Gab es denn trotzdem mal irgendeinen Song, wo ihr gesagt habt, also nee, tut mir leid, den können wir nicht oder den wollen wir nicht? Ja, ja, ja. Gab es auch schon. Ja, okay. Gab es schon. Keine Namen nennen. Ich möchte keine Namen nennen. Ja, okay, ja. Aber ich muss, ein großer Name aus dem, ebenfalls aus dem Schlagerbereich, wo ich dann einfach gesagt habe, nein. Das möchtest du dann. Da sehe ich mich gar nicht. Interpretieren. Nein, ja. Schaffe ich nicht. Ja, das war halt, wir werden ja auch manchmal für so Geburtstage zu Überraschung gebucht. Ah. Und, ja, stimmt, erzähl das mal. Und es kam mal eine Anfrage, so Opa ist 80 geworden und wir möchten ihn gerne überraschen und er ist ein großer Roland-Kaiser-Fan. Ne? Und ob wir so ein Programm am Start haben. Ja. Und, mit ganz vielen Roland-Kaiser-Liedern. Mit ganz vielen Roland-Kaiser-Liedern. Ein Roland-Kaiser-Nachmittag. Das kann natürlich echt Zeit kosten. Das könnte schwierig werden. Und ich fürchte, wir haben doch so leichte Probleme mit der Authentizität der Darbietung. Also. Ja, es wird uns einfach keiner glauben, erstmal. Ja, okay. Und zweitens, also ich muss dann einfach ganz, ganz direkt am Telefon sagen, okay, wir können jetzt das Geld einstecken. Und dann sind wir alle unzufrieden, ja. Beziehungsweise ihr vielleicht mehr als wir. Ja. Ja. Ne? Und, aber das wird dem Geburtstagskind nicht gefallen, ja. Weil das glaubt uns einfach keiner. So, ja. Dann müsste man halt irgendwas in der Richtung suchen. Ja, ich wollte euch echt auch nochmal danken für den Job, der war richtig cool. Also ich hab's gerne gemacht. Du willst das, ja. Sehr gut. Ja, wir haben Der ja, aber ich finde, du hast da auch einfach, du hast das wirklich auch ja, richtig gut authentisch rübergebracht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, hättest du mal was gesagt, dann hätten wir uns das reingezogen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht mal so einen Vaterschaftstest machen sollte, weil ich so gut war. Also ob der das Roland, ich, mir. Ich weiß gar nicht. Ob. Nächstes Mal komme ich mit und mache dann so Rasseln im Hintergrund. So verwirrend, immer mal wieder. Ja, einfach so random. Das hört sich gut an. Ja, sehr gut. Freut euch drauf. Das wird wundervoll. Roland Kaiser meets, ich weiß nicht wen. Nichts gegen Roland Kaiser. Nein, also echt nicht. Immer nicht, dass das so jetzt rüberkommt. Ja. Vielleicht habt ihr ja noch die Kontaktadresse irgendwo gespeichert. Und ja. Dann machen wir einfach nochmal eine Anfrage. Genau, wie alt wird denn der? Zum 90. dann. Ja. Bis dahin haben wir das Programm stehen. Ja.